Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich euch eine Box von P. Louise zeigen. Wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, dann bleibt doch bitte dran. Ja, ich muss zugeben, diese Box hier steht schon eine Weile bei mir rum. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war eine Osterbox. Ich glaube, die war zu Ostern. Ich habe sie ja auch schon eine Weile hier stehen, aber ich habe einfach nicht geschafft, das Video dazu zu drehen. Und habe gedacht, jetzt muss ich mal schnell die Zeit nutzen, die ich jetzt aktuell gerade mal habe. Und wir gucken uns die Box trotzdem nochmal an, auch wenn sie jetzt schon älter ist. Und zwar ist das eine Budget-Box von P. Louise. Und ich habe sie mir einfach mal bestellt, weil sie mich interessiert hat. Und ja, sie ist auf jeden Fall super süß. Was allerdings ich dabei sagen muss, ich musste ja auch ein wenig Zoll noch bezahlen. Weil England und Zollgebühren jetzt natürlich, aber das war gar nicht so viel. Ich guck mal, ob ich noch die Rechnung finde, dann würde ich euch das hier nochmal hinschreiben. Und auch den Betrag der Box, den ich bezahlt habe, den weiß ich nämlich jetzt aktuell auch gerade nicht. Ich mache die Box mal gerade auf. Wie gesagt, ich habe sie ja schon mal aufgemacht. Deswegen hatte ich sie jetzt wieder ineinander gesteckt. So, genau. Wenn man die Box aufmacht, hat man so den Blick hier rein und dann liegt halt hier nochmal ein Zettel drauf und es ist alles so in rosa und blau. Budget Box by P. Louise for babes on a budget. Welcome to the world of P. Louise. We do things differently here. Ja, genau, sie machen da etwas anders. Und wenn man dann hier reinguckt, also wie gesagt, das ist alles rosa, lila. Also Mädchenherzen müssten jetzt hier eigentlich ganz doll anfangen zu schlagen. Ich stelle die Box einfach mal hier oben hin und dann greife ich mal rein. Dann zeige ich euch hier mal, naja, ein Osterei. Wie gesagt, ich bin ein bisschen spät dran. Es tut mir auch echt leid, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und das ist Oh So Extra heißt das. Also extra mit, also wie ein Englisch Ei. Und ich hole das mal gerade raus. Echt ein süßes Ei. Also ich habe doch noch ein Osterei. Ich habe zwar keins von Glossybox und sonst gekauft, aber hier ist den nur schade, weil man hat hier so eine Beule drin. Ich muss mal gucken, ob ich die rausbekomme, weil sonst finde ich das echt ein süßes Ei. Und das kann man hier schön aufmachen, wenn man es denn aufkriegt. Ich hatte das schon mal auf. Und das war auch beim ersten Mal schon nicht einfach. So. Genau. Wenn man es aufmacht, sieht man, das hier. Ich das hier mal zur Seite. Hole euch mal das erste Produkt hier raus. Und zwar Stay Shining von P. Louise Super Hydrating Formula. Indulge Me heißt das, glaube ich. So, jetzt machen wir das mal auf. Und dann hat man hier echt, das ist so süß, mit so einer Krone. Das hier. Jetzt machen wir das einfach mal auf. Es ist echt schwer rauszuziehen. So. Sieht ein bisschen aus wie Honig. Das riecht nach Karamell. Das riecht voll nach Karamell. Riecht total lecker. Mein Kleiner wird jetzt einen Anfall kriegen, weil er mag kein Karamell. Aber ich finde Karamell echt gut. Das ist ein Lippenöl. Ja, das kann ich jetzt gerade nicht drauf machen, weil ich habe hier so einen Lippenstift von Rivalosmi drauf, der also ein bisschen auf den Lippen hält. Deswegen, aber das riecht richtig gut, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das bleibt hier allein vom Packaging her. Es riecht toll und ich werde das Lippenöl einfach mal ausprobieren. So, dann nehmen wir das nächste Produkt raus. Das ist dann hier auch wieder zu einer süßen Verpackung. Das ist echt niedlich, ne? Muss ich sagen. Und das ist Wet and Set, ein Liquid Eyeshadow in einer ganz dezenten Farbe, Petal Persona. So, das hole ich mal hier raus, wenn ich den rausbekomme. Ah, okay. Ist auf jeden Fall wieder super süß, guckt euch das mal an, ist das nicht niedlich? Ja, so. Und das ist auf jeden Fall hier so eine richtig, richtig krasse Farbe. Ich lasse das jetzt mal zu.
weil ich das erst aufmachen möchte, wenn ich das ausprobiere, ehrlich gesagt. Die Sachen hier, die halten ja bestimmt auch nicht ewig, wenn man sie mal aufgemacht hat. Und genau, 6 Monate. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal zu. Es ist auf jeden Fall eine richtig hübsche, hübsche Farbe. Ich muss mal gucken, dass ich dann irgendwann mal in dem Video, dass wir das mal zusammen ausprobieren, weil das hier würde mich echt interessieren. Das sieht richtig, richtig cool aus. So, und dann haben wir hier noch etwas, das ist auch wieder so vom Packaging her süß, oder? Guckt mal. Und zwar ist das Fall in Line, ein Double-Ended Liner. Gucken wir mal. Das mal auf. Das ist Piggy Bank. Okay. Och, guckt mal, hier ein lila, rosa. Oh, krass. Was eine Farbe. Guckt mal. Das ist ja mal echt krass. Ist das andere dann wirklich lila? Ja. Uiuiui. In lila. Ich glaube, ich muss doch jetzt nochmal üben, Eyeliner zu ziehen. Hey, krass. Das sieht bestimmt richtig hübsch aus. Ja. Sehr schön. Also wie gesagt, in dem Osterei waren jetzt 3 Produkte drin. So. Lege ich das mal kurz zur Seite. Dann haben wir hier noch etwas drin. Das ist auch vom Packaging. Erst echt hübsch, ne? Guckt mal. Hier so. Und zwar Texture Treatment. Das ist P. Louis Skin. Da sind 50 Milliliter drin. Aber ich habe gesehen, als ich das schon ausgepackt habe, dass das zusammengehört, ne? Weil hier ist auch P. Louis Skin und das ist ein Cleansing-Tuch, also ein Reinigungstuch. Das ist hier nochmal in so einem Tütchen eingepackt. So. Und das erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an so eine soll ich das nicht direkt eine Mullbinde, aber so ähnlich, auch so ein bisschen wie so ein Verband, ne? Das ist halt hier so ein Tuch, so ein, sind mehrere und das ist halt ein Reinigungstuch, aber gehört halt auch zu dem P. Louis Skin und das hier ist wahrscheinlich eine Maske oder irgendwas oder eine Creme. Ich bin mir jetzt hierbei nicht sicher. Muss ich mal gucken, ob ich noch rausbekomme, was genau das hier sein soll. Aber ist auf jeden Fall in England produziert worden. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Und dann hat man hier noch ein paar Reinigungstücher. Sowas kann ich immer brauchen. Die sind aus 100% Baumwolle. Ach ja, hier steht es sogar. Das soll mal eine kleine Menge von diesem Texture Treatment auf Gesicht und Hals einreiben und damit man das Make-up quasi lösen kann. Ach, das ist ein Make-up-Entferner, okay. Und dann nimmt man dieses so ein Tuch, heißes Wasser mit nass machen und dann ganz leicht das hier vom Gesicht entfernen, damit man dann die Make-up-Reste und alles vom Gesicht abwaschen kann. Also wie gesagt, die beiden gehören zusammen. So, und dann kommen wir zu dem letzten Produkt, was hier drin ist. Das sieht jetzt auch cool aus, ne? Wie so eine Tafel Schokolade. Das ist Active Lips. Was ist das? Protect Your Boot. Schokolovin Lip Conditioner. Ein Lippenconditioner? Habe ich noch nie gehört. So, packen wir mal aus. Ach, wie süß. Guck mal. Den kann man sogar an Schlüssel hängen. Also, ich glaube es ja nicht. Ach, wie krass ist das bitte? Also, ehrlich. Das ist hammerhart. Das ist echt cool. Also, ist das quasi so ein Lippenbalm oder was? Sowas. Lippenpflege. Ja. Ja, deswegen kann man den auch mitnehmen, damit man sich immer mal wieder die Lippen damit
einschmieren kann. Ja, aber das hier finde ich immer richtig, richtig cool. Keine Ahnung. Ich würde es jetzt natürlich nicht an meinen Schlüsselbund machen, weil das mich einfach nerven würde. Aber ja, das ist schon witzig. Das ist schon witzig. Ich muss ja sagen, hier vom Verpackung her ist das echt hübsch gemacht, muss ich sagen. Spricht mein Packaging-Herz auf jeden Fall an. Es ist rosa, es ist pink, es ist lila, es ist einfach süß. Einfach nur süß. Und ich muss mal gucken, inwieweit sich das jetzt hier gelohnt hat. Aber ich, ja, ab und zu kennt ihr mich ja, wenn ich so Boxen sehe. Das hier war auch irgendwie so eine Mystery-Box. Also man wusste nicht genau, was hier drin ist. Ja, hat sie sich auf jeden Fall für mich gelohnt, denn ich habe schon ein Produkt von P. Louise gehabt. Und zwar war das die Eyeshadow Base. Und die finde ich richtig, richtig gut. Und ich dachte, naja, mal gucken, was in so einer Box drin ist. Aber diese Budget-Box, die gibt es auch, glaube ich, monatlich, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich habe jetzt hier so eine Special-Box halt ja geholt zu Ostern. Und die bekommt man dann nur einmal, weil ich wollte jetzt auch kein Abo oder irgendwas, sondern einfach nur mal ausprobieren. Mal gucken, wenn sie mal wieder so ein witziges Angebot haben oder so eine Mystery-Box oder so, dann werde ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich mir die dann nochmal hole. Hängt dann vom Thema ab. Allerdings finde ich die hier richtig süß. Ich schreibe euch hier dann nochmal den Wert hin, umgerechnet, falls ich alles gefunden habe, ob sich das gelohnt hat. Ich finde es auf jeden Fall süß. Ich habe mich beim Auspacken sehr darüber gefreut und ja, daher hat sie sich für mich schon gelohnt. Ja. Damit sind wir dann mit der Box durch. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob euch die Box gefallen hat, ob ihr schon Produkte von P. Louise habt, ob ihr da vielleicht was empfehlen könnt. Denn ich, wie gesagt, habe die Eyeshadow Base und jetzt das, was hier ist, muss mal gucken. Vielleicht hole ich mir auch noch andere Sachen. Bevor wir aber das Video beenden, möchte ich nochmal euch ein paar Sachen zeigen, womit ich den Look hier heute geschminkt habe. Und zwar habe ich, mein Primer, den kennt ihr schon, das ist von Rival Loves Me und Maxime von Holy Grails. Der habe ich euch ja schon ein paar Mal reingehalten, die Kamera. Und natürlich habe ich wieder den Skin Realist verwendet. Im Moment nehme ich ja nichts anderes, weil meine Haut bei den anderen Foundations einfach blöd reagiert. Dann habe ich noch einen Bronzer von M.Asa Magic Finish Satin Bronzer, allerdings den in Deep. Habe ich euch ja jetzt auch schon ein paar Mal in die Kamera gehalten. Den verwende ich aktuell, wobei ich sagen muss, ich finde ihn nicht ganz so hübsch. Also auf meiner Haut. Jetzt in der Kamera sieht es ganz okay aus. Ja, wie gesagt, also das hier sind keine Mückenstiche, die ihr hier seht, sondern das sind Pickel. Da habe ich euch aber ja auch schon im anderen Video, was ich eben gedreht habe, schon gesagt. Ja, keine Ahnung. Meine Haut, die dreht aktuell ein bisschen durch, daher ein paar Pickel. Aber nicht schlimm, die gehen auch wieder weg. So, dann habe ich von Rival Loves Me, die habe ich auch schon euch schon öfter gezeigt. Meine Güte, langsam reden. Two-in-One Baked Highlighter Rouge 01 in Rose. Den finde ich auch richtig hübsch. Ne? Ich benutze mal beide Farben. Mit dem Pinsel gehe ich da durch und dann habe ich mir quasi 2 in 1, einmal den Bronzer, Highlighter und dann hier also Highlighter und Rouge in einem. Dann ist das Ganze durch. Dann habe ich immer dieses Setting Spray, habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich das oder Fixing Spray zwischendrin immer mal benutze. Und zwar einfach, weil ich das Gefühl habe, dass meine Foundation sonst nicht so gut auf der Haut hält. Deswegen nehme ich im Moment hier das von Catrice Prime and Fine. Das gefällt mir ganz gut. Dann habe ich hier von Essence jetzt ein Mascara in der Anwendung von Lash Princess Ariel, also Lash. False Lash Effekt und zwar waterproof. Ich muss einfach mal ein paar Mascaren aufbrauchen. Dann habe ich ja hier aus dem neuen Sortiment von Rival Loves Me sein ein Stay Forever Lip Gloss in der Farbe. Ich meine 09 wäre das. Finde ich auch super gut. Den habe ich ja hier auf den Lippen. Ich finde den richtig schön. Und man trägt erst hier die Seite auf, wartet bis das runtergetrocknet ist, dann macht man die Lippenpflege drauf. Ich werde da jetzt wahrscheinlich noch ein Lipgloss drüber machen, aber habe ich mir heute einfach mal gespart. So, und dann kommen wir zur Lidschattenpalette. Ich habe sie euch auch schon mal gezeigt. Das ist von Sample Beauty The Equalizer Palette Volume 2. Die hat einen großen Spiegel hier drin. Den werde ich euch aber mal ein bisschen weghalten, damit ihr einfach mal euch die Palette angucken könnt. So, wie ihr seht, habe ich natürlich die mittlere Reihe genommen. Ne?
Die habe ich damals auch verwendet. In den anderen muss ich mich noch mal ein bisschen austoben. Aber da ich ja versuche, noch mehr Schminkvideos für euch zu machen, wird bestimmt diese Palette auch noch mal zum Einsatz kommen. Ich finde die auf jeden Fall richtig schön. Auch die schimmernden Töne. Richtig, richtig toll. Und diese Palette gibt es immer mal wieder bei Beauty Bay. Und da ist sie dann noch mal reduziert. Die ist an sich, so finde ich sie auch nicht teuer. Aber ich habe sie, keine Ahnung, was habe ich bezahlt, 12 Euro oder so. Also echt nicht viel und ist eine super coole Palette. Deswegen habe ich gedacht, zeige ich euch die noch mal. Weil hier sind, wie gesagt, ich glaube 5 oder 6 Farben, die ich da verarbeitet habe. Das geht super einfach, super easy. Ja, Farbschema ist natürlich auch meins. Daher dachte ich, zeige ich euch die mal. Ja! Damit sind wir dann am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, und wünsche euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.